Die Insider, die spannendsten Journalisten des Landes, diskutieren die Themen des Tages. Die Insider, kontroverse Positionen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Insider, nur auf OE24TV. Willkommen beim heutigen Insider und willkommen die Insider im Studio. Ich darf herzlich begrüßen Martha Bissmann, Politaktivistin und Projektmanagerin aus Wien. Hallo. Schönen guten Abend. Und den Herrn Robert Luger, Ex-Nationalratsabgeordneter der FPÖ und im Gemeinderat für die FPÖ in Berchtoldsdorf. Hallo. Hallo. Ja, und wir sprechen ein ziemlich heikles Thema an, das derzeit viel diskutiert wird, nämlich wie viel fremde Kultur braucht Österreich und sollte man in Österreich und vor allem in Wien auch Ramadan-Beleuchtung in Meidling zum Beispiel aufhängen, wo besonders viele Menschen muslimischen Glaubens leben und wo beginnt Integration, wo hört sie auf und wie gefährlich ist der Islam tatsächlich auch für das Christentum, denn die Christen werden immer weniger, jetzt noch 68% in Österreich, aber die Zahl, die geht sukzessive zurück. Darüber sprechen wir heute und ich möchte gleich mit der Frau Bissmann beginnen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Wäre das etwas für Wien? Wäre das Ihrer Meinung nach angemessen, wenn man auch Ramadan-Beleuchtung oder vielleicht auch andere Symbole hier im öffentlichen Raum platzieren würde? Ja, absolut. Also was spricht da dagegen? Österreich und Wien war immer geprägt durch eine vielfältige Kultur. Und die Fragestellung der Sendung, wie viel fremde Kultur verträgt oder braucht Österreich, die würde ich gerne umdrehen. In wie viel Einseitigkeit, Eintönigkeit und Ausgrenzung verträgt Österreich? Denn das, was immer so dargestellt wird öffentlich, dass die Rechten was fordern, was man soll zurückkehren zu dem, was es mal war, Österreich mal war, also dass es autochthon war und weiß und eben nicht so durchdrungen von Migranten, das ist ja eine absolute Lüge. Österreich war immer vielfältig, war immer kulturell durchmischt. Aber nicht religiös. Also die religiöse Durchmischung gehört ja dazu, zur Vielfalt. Ja, aber die gab es ja früher nicht. Ja. Also da hatten wir ja Menschen aus Tschechoslowakei, aus dem damaligen Kaiserreich. Doch, auch Bosnien war immer muslimisch geprägt und gehörte auch zur Donaumonarchie. Ja, aber das war jetzt doch nur ein kleiner Prozent. Aber gut, fragen wir gleich den Herrn Luger, wie sehen Sie das? Aber auf jeden Fall kein Problem. Also solange Vielfalt in der Öffentlichkeit, auch religiöse Symbole, religiöse Rituale öffentlich zu zeigen, darin sehe ich kein Problem, weil das bedroht ja niemanden. Das, wo sich die Menschen bedroht fühlen, ist Kriminalität und schlechtes Verhalten. Aber das ist ein anderer Punkt. Das geht ja nicht automatisch. Ist ja nicht oder automatisch die Teuerung. Befeuert ja durch ein öffentlich zur Schaustellen von Rituellen, von religiösen Ritualen. Also das darf man ja nicht vermischen. Ja, also wir sprechen hier nicht von irgendeiner Religion, wir sprechen ja hauptsächlich vom Islam. Und beim Islam wissen wir, dass der Islam sehr intolerant ist, sehr kriegerisch, auch in der Vergangenheit. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, ich habe eine Liste da, der Christen, die weltweit verfolgt werden, da gibt es eine Bestenliste, sozusagen 50 Länder, die sich da besonders hervortun beim Christen verfolgen, beim Christen umbringen. Und das sind praktisch nur muslimische Länder drauf. Auch die Türkei findet sich auf dieser Liste. Ich sage nur ein paar Beispiele: Somalia, Jemen, Eritrea, Libyen, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, Sudan und, und. Das heißt hauptsächlich muslimische Länder, die sich hier vortun, die Christen verfolgen, das heißt absolut intolerant gegenüber anderen Konfessionen sind. Und diese Menschen, und die stellen ja auch die Mehrzahl der Zuwanderer, kommen dann nach Österreich und da müssen sie schon... Christen. Und da, na, hoffen Sie mal zu. Und da müssen sie natürlich schon auch verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, na, was hält jetzt die ab, die da kommen, das auch so zu machen in ihrer Heimat, wenn sie mal die Mehrheit sind. Nicht? Und um das geht es ja. Nicht? Das heißt, jetzt ist es möglicherweise noch kein Problem. Aber in 10, 20 Jahren, wenn die dann die Mehrheit sind, ist die Gefahr groß, dass sie diese Intoleranz, die sie in ihrer Heimat gelernt haben, dann auch in Österreich umsetzen. Und das ist eine reale Gefahr. Und wenn Sie sagen, okay, Ramadan und diese öffentlichen Zeichen und so weiter, das ist alles kein Problem. Es ist immer diese Salamitaktik. Das heißt, es wird immer etwas mehr gefordert, etwas mehr, etwas mehr. Und wenn man sich zum Beispiel den Libanon ansieht, der Libanon war mal ein christlich geprägtes Land und ist mittlerweile muslimisch und gehört zu den Failed States, also den gescheiterten Staaten, weil diese kulturelle Wandel einfach sich gesellschaftlich so negativ ausgewirkt hat. Also und das sind natürlich Probleme. Christentum ist auch sehr intolerant gewesen, zum Teil immer noch. Früher, ja. Es ist halt bei uns etwas weichgespült und vor allem, es wird in Zaum
Raum gehalten. Die Religion, die missbräuchlich interpretiert und praktiziert wird, jede Weltreligion, das gibt es in jeder Weltreligion, da gibt es extremistische Strömungen, die hochgefährlich sind, die intolerant sind. Aber in der Basis jeder Weltreligion herrscht das Prinzip von, also da werden Werte gepredigt, die gut sind, wo wir uns alle einig sind. Toleranz, Frieden und das Recht einräumen auf Freiheit, absolut Respekt, Frieden vor allem. Ja, die Weltreligionen sind am Papier per se Friedensreligionen. Sobald was extremistisch wird, intolerant, gefährlich, ausgrenzend, dann ist es falsch verstanden. Den Religion. Und da sind wir uns ja einig, dass das die Problemstellung ist. Ja, genau. Und erklärst du das mal, warum der Islam so intolerant ist. Bleiben wir in Österreich. Na, warum ist der Islam so intolerant? Ja, das weiß ich nicht. Also wahrscheinlich hat das Patriarchat da auch mit einen Finger reingemischt und nutzt halt die Religion, um für sich da die Dynamiken da so auszunutzen, dass es halt, das passt da gut zusammen halt. Also wie man es halt interpretiert. Und warum glauben Sie, dass wenn der Islam in Österreich Fuß fasst, vor allem der politische, dass der nicht auch wieder so intolerant wird wie in anderen Ländern? Das intolerante Christentum in Österreich, das wollte ich vorher sagen, das wird heute in Schach gehalten von einem funktionierenden Rechtsstaat und einer Demokratie. Die Verfassung steht über der Religion. Nicht im Islam. Was ist der Islam? Es gibt keinen Staat, keine Republik Islam. Islam ist eine Religion und zum Teil wird sie falsch gelebt. Ja, und der Islam und akzeptiert in Österreich müssen wir dafür sorgen. Kein Gesetz über dem Gottesgesetz. Das heißt, eine Demokratie sorgen, und der Islam ist eigentlich inkompatibel. Na sicher, weil wenn wir akzeptieren sozusagen über dem Gottesgesetz als Christen, akzeptieren wir das Parlament und die Demokratie. Der Islam sagt, es gibt nur ein Gesetz, es kommt von Allah, und wir akzeptieren nicht das Menschengesetz, das von Menschen gemacht wird. Und damit ist es inkompatibel mit jeder Demokratie. Oder sehen Sie das anders? Der falsch ausgelegte Islam. Oh, ich bin ein Frosch im Hals. Entschuldigung. Das habe ich ja schon. Ja. Ja, vielleicht bekommen wir ein Wasser für die Frau Bissmann, die hat sich da ein bisschen verschluckt. Aber vielleicht, ich würde das gerne auch Thema in eine andere Richtung lenken dann danach. Ja? Man darf nicht so pauschalisieren und sagen, der Islam. Der Islam ist genauso gefährlich und genauso friedlich und gut, wie ihn die Menschen, die ihn praktizieren, ausleben. Und wir können nicht verändern, was in den Herkunftsländern der Migranten passiert. Wir können nur schauen, dass wir in Österreich die Verfassung heilig stellen, heilig sprechen und dass wir dafür sorgen, dass die Verfassung und unser Rechtsstaat und die Demokratie jede Religion kontrolliert. Und aber das jeden ist ja der Bürger Fall. Und jedem Mitbürger, das ist ja der Mitbürgerin. Fall jetzt. Na, auch nicht. Also, und einen gemeinsam verbindenden Stolz das auf unsere Verfassung. Das ist ja genau das Problem. Ja genau, nur das leben die Muslime leider nicht, zumindest nicht alle. Wenn man ich kenne so viele Muslime. Darf ich mal ganz kurz, es gibt Zwangsehen. Stolz auf die sind Zwangsehen vereinbar mit unserer Verfassung? Nein. Es gibt Muslime, deswegen die gehören, sind sie verboten bei uns. Ja, aber sie werden trotzdem passieren. Es passieren Ehrenmorde, es passiert Unterdrückung der Frauen, zwar systematische Unterdrückung. Wie viele Femizide in Österreich passieren von Nicht-Muslimen? Ja, Immer wenn man diese Begriffe so zusammenbringt, einfach das mit dem, mit Islam, Ehrenmorde, das, Kriminalität. Immer Kriminalität, Islam, Kriminalität, Islam. Ja, passiert. Aber es passieren auch andere Kriminalität, also viel, viel Kriminelles, was nicht mit Islam zu tun hat. Wir sind uns einig. Kriminalität. Worüber sind wir uns einig? Wir sind uns einig, dass wir einen Rechtsstaat wollen. Ja. Und die Verfassung, die über der Religion steht. Genau, nur das akzeptieren halt viele Muslime nicht. Und das ist genau das Problem dementsprechend. Das heißt, wenn man das Menschengesetz nicht über dem Gottesgesetz akzeptiert, wenn man sagt, was im Koran steht, ist unausweichlich, ist unumstößlich. Wenn man Frauenrechte nicht zugesteht, so wie wir es in Österreich leben, dann haben wir ein Problem mit unserer Verfassung, dann haben wir ein Problem mit den Menschen, die hierher kommen. Und ich gebe Ihnen recht, das sind nicht alle. Ich kenne auch genug Muslime, die absolut dem österreichischen Staat auch vertrauen, den österreichischen Staat akzeptieren und die sich gut einbringen in die Gesellschaft. Aber es gibt auch die anderen. Und wenn wir als Freiheitliche eben da differenzieren wollen, dann heißt es immer gleich, ja, und ausländerfeindlich und so weiter. Na, ganz das Gegenteil ist der Fall. Was wir wollen, ist jene, die hier schon länger da sind und sich gut integrieren, denen wollen wir eine Möglichkeit geben. Und allen anderen wollen wir die Tür weisen, weil das einfach problematisch ist. Gerade der politische Islam ist extrem gefährlich.
Wie ist es jetzt eigentlich auf der anderen Seite? Die Christen sind, die österreichische Bevölkerung ist sehr tolerant. Zum Teil interessieren sich die Menschen immer weniger für Religion. Nur gewisse Bräuche werden noch sehr gerne ausgeführt. Das ist wichtig, ja. Das wird auch hoffentlich lange so bleiben. Am Land ist es natürlich ein bisschen eine andere Situation. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran.